Willkommen in der wunderbaren Welt der Fernstraßen, der Tracker, der Brummis, der Bockwurst und des Schlafens auf dem Autobahnrastplatz, wie auch immer. Das ist Eurotruck Simulator 2. Hört sich alles natürlich erstmal total unspannend an. Also ich meine, es gibt spannendere Sachen, als über die Autobahn zu fahren. Aber es ist, dieses Spiel macht das ziemlich perfekt. Also das Feeling ist cool, es ist gechillt. Und jetzt zeige ich euch einfach mal so ein bisschen, wie das hier in dem Spiel geht. Wie gesagt, ich bin selbst noch nicht sonderlich weit. Ich habe noch keinen eigenen LKW. Das heißt, ich bin hier im Moment nur dabei, Aufträge für andere auszuführen. Gucken wir mal, was es hier für Aufträge gibt. Wir haben hier zum Beispiel einen Auftrag von Frankfurt nach Nürnberg. Der hat auch hier schon ein Gefahrenszeichen. Dafür gibt es dann besonders viele Punkte, beziehungsweise also, dass man ein Level hochkommt. Diese Gefahrenszeichen, dass man die überhaupt fahren darf, die erarbeitet man sich nach und nach. Das ist quasi wie bei einem MMORPG, bei einem Rollenspiel. Werden gewisse Skills freigeschaltet, sodass man dann bessere, schnellere, besser bezahltere Aufträge kriegt und so weiter. Mal gucken, was haben wir hier von Frankfurt nach Köln zum Beispiel. Wunderbar, dann nehmen wir doch mal hier Strecke von Frankfurt nach Köln. Ihr seht hier, da haben wir Frankfurt, da haben wir Köln. Das ist mein Ziel. Und was gibt es denn eigentlich als Fracht? Ein Vorratstank, 11 Tonnen. Wunderbar. Dann nehmen wir den mal. Auftrag annehmen. So, ich bin jetzt hier auf dem Betriebsgelände. Das ist nicht mein LKW, sondern wenn ich Auftragsfahrten mache, dann kriege ich einen LKW gestellt. Also ihr seht hier das Interieur. Ihr habt doch verschiedene Ansichten auf den LKW, die ihr umschalten könnt. Das ist von außen. Oben. Das ist vom Dach aus. Ja, genau. Das ist, wenn man aus dem Fenster sich lehnt. Das ist von vorne. So, die Seitenkamera, Überblick. Aber das richtige Brummi-Feeling gibt es natürlich nur, wenn man hier im Cockpit drin sitzt. So, links die linken Außenspiegel. Der rechte Außenspiegel ist fix. Das hat mich am Anfang ein bisschen gewundert und auch gestört. Das passt aber. Das ist durchaus richtig, weil man guckt nicht die ganze Zeit das Blickfeld hier auf den rechten Spiegel. Man kann auch den linken direkt fixieren. Oder eben beide ausschalten. Aber es ist schon okay, wenn dieser hier angeschaltet ist. Unten seht ihr das Navi. Das Navi kann man umschalten in verschiedene Modi. Das seht ihr hier. Des Weiteren sieht man hier alle Daten zu dem Auftrag. Ob irgendwas kaputt ist. Im Moment ist mein LKW natürlich noch heile. Und es gibt keine Kurznachrichten. Okay, dann würde ich mal sagen, wir starten, fahren vom Betriebshof los. Es ist noch dunkel. Das heißt, wir machen mal das Licht an. Ah, es geht noch nicht an, weil ich muss erstmal den Motor starten. Genau. Jetzt geht's Licht an. Wunderbar. So, mal testen. Blinker. Klappt. Scheibenwischer gehen auch. Wunderbar. Dann würde ich sagen, fahren wir einfach mal los. Das Ganze lässt sich steuern mit Tastatur, Maus, dem Joypad oder einem angeschlossenen Lenkrad. So, das sieht jetzt relativ leicht aus. Es hat lange gedauert, bis ich hier einigermaßen gut rumkurven konnte. Also am Anfang fühlt man sich wirklich noch, als wäre man wirklich besoffen. So, sagt das Navi, nach links müssen wir. So, schön gucken, ob die Straße frei ist. Das sieht frei aus. Da. Starten wir mal. Na, hier seht ihr schön die Skyline von Frankfurt. Lacht euch nur kaputt. Also ich fahre immer noch lange nicht perfekt. Also ich ecke noch manchmal an. Da vorne kommt jetzt zu so später Stunde mal ein anderes Auto. Die KI von den anderen Autos ist auch wirklich toll. Ist wirklich sehr realistisch. Rechts seht ihr übrigens eine Grenze, diese X-e. Das heißt, da kann ich nicht runter. Es ist natürlich nicht das komplette Straßennetz von ganz Europa drauf, sondern nur bestimmte Straßen. Aber man merkt es eigentlich kaum. Also es fühlt sich doch durchaus wie eine konsistente, persistente Welt an. Ah! Es wird rot, es wird rot, es wird rot. So, aber nachts auf der Autobahn durch die Gegenkurven ist natürlich langweilig. Deswegen machen wir einfach mal Radio an. Ne? Hier mit unseren
allseits bekannten Creative Commons Liedern. Ihr könnt natürlich sämtlich eure MP3s da laufen lassen. Ihr könnt auch Internetradios laufen lassen. Da gibt es eine Datei, wo ihr die eintragen könnt. Euer Lieblings-Internetradio läuft dann mit. Die Dimensionen fühlen sich lustigerweise realistisch an. Auch wenn natürlich, also jetzt eine Fahrt, wenn ich jetzt nach Köln fahre, die Fahrt dauert insgesamt, na, ich schätze mal so 10 Minuten, 15 Minuten. Das werde ich euch natürlich nicht alles zeigen. Aber von den Dimensionen der Straßen her fühlt es sich richtig an. Also es fühlt sich jetzt nicht an, als ob das irgendwie zusammengestaucht wäre oder so. Straßen sind natürlich, wenn man es abmessen würde, dann in der virtuellen Umgebung sind natürlich kleiner als in Wirklichkeit. Aber es fühlt sich richtig gut an. Also, durchaus echt. So, wir fahren jetzt hier langsam aus Frankfurt raus. So, da vorne müssen wir rechts hoch. Man kann ja auch wunderbar Unfälle bauen. Das kostet dann direkt Geld. Man kann, wenn man ohne Licht fährt nachts, dann wird man natürlich auch an die Kandare genommen, muss man Geld für bezahlen. So, jetzt fahre ich hier ein bisschen auf der Autobahn. Das ist jetzt, wenn ich euch das zeige, ist das natürlich jetzt ein bisschen unspannend. Das ist aber vom Fahren her durchaus jetzt nicht vergleichbar mit irgendwelchen Rennspielen oder so, aber es erfordert doch ja, eine gewisse Aufmerksamkeit, Skill. Es macht einfach Spaß. Es ist einfach chillig. So, wir sprechen uns wieder, wenn wir in Köln sind oder zumindest kurz vor Köln. Vielleicht ist dann auch die Sonne aufgegangen. Bis gleich. So, hier sind wir schon wieder ein Stück weiter an Köln. Wir fahren jetzt hier die Ausfahrt runter von der A3. Da hinten im Hintergrund sehen wir Windräder. So, von der A3, oh, wo kommt man da hin? Von Frankfurt aus kenne ich die Strecke normal gar nicht. Da gucken wir jetzt hinkommen. Ah, halt, hier muss ich links abbiegen. Bremse, Bremse, Bremse. Eieieiei. So, hinter mir kommt natürlich was. Weil der soll... Wie üblich, ne? Die LKW-Fahrer dürfen alles, es sind ja breit genug, leg dich mal mit dem LKW-Fahrer an. So, was? Autobahn zu Ende hier? Um Gottes Willen. Was sagt er unten noch? Eine Stunde 54 Minuten bis Köln. Das ist noch ein gutes Stück. Okay, ich fahre noch mal ein bisschen Landstraße. Und wir sehen uns gleich wieder. So, wir befinden uns jetzt schon näher an Köln dran. Was sagt er noch? 22 Kilometer. Mittlerweile hat es angefangen zu schiffen. Also Wetterbedingungen gibt es ja auch sehr, sehr realistische. Scheibenwischer hochdrehen. Das Verkehrsaufkommen ist, wie ihr seht, auch stärker geworden. Das ist auch tatsächlich von der Uhrzeit des Tages abhängig. So, weit kann es nicht mehr sein. 16 Kilometer. Sie will abbiegen. Oh Gott. Schaut aus, wie das mit LKWs ist. Ey, 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 hier. Ich komme von gerade. Oh, Sommer. Also. Tja. Gut, aber das Spiel hat tatsächlich gemerkt, ich war nicht schuld gewesen. Ich bin gerade ausgefahren, der ist links abgebogen, in mich reingefahren. Sein Problem. Das Problem ist jetzt natürlich, ich habe jetzt einen Schaden hier. Ein Schaden sowohl am Wagen als auch an der Fracht. 6% am Wagen, 1% an der Fracht. Das gibt dann einen Abzug am Schluss, wenn die Strecke fertig ist. Aber was will man machen? Wenigstens war ich nicht schuld, das heißt, es hat mich insofern jetzt erstmal von der Strafe her nichts gekostet. So, jetzt war ich auch ein bisschen länger, als ich euch zeigen wollte. Na gut, da müsst ihr jetzt durch. Hier müsst ihr links rüber. So, da vorne seht ihr wieder die Kreuze, das heißt, da ist die Map zu Ende. Die NPC-Autos können hier natürlich herkommen und reinfahren. Ich natürlich nicht. Ich fahre jetzt hier links entlang. Die Brücke dürfte den Kölnern bekannt sein. Es ist auch so, dass in einer Stadt nicht einfach nur eine Firma ist, sondern gibt es mehrere Firmen, für die man fahren kann, zu denen man auch muss. Aber das Navi weiß dann, wo man hin muss. So, da ist der Betriebshof, wo ich mein Zeug abladen muss. Das
So, was hier jetzt auch noch ein wunderbares Minispiel ist, ist das Einparken von dem Container. So, ich muss mich jetzt erstmal gerade freikämpfen. Das dauert ein bisschen, weil da bin ich echt noch nicht fit. Das ist sackenschwer, das Ding hier so auf den kleinen Bereich zu manövrieren. So, da muss... der letzte Treppenbereich hier. So. Da auf den weißen Bereich muss der Auflieger zum Stehen kommen. Das kann ich wirklich noch nicht. Das ist sackenschwer. Deswegen gibt es da so eine Automatik. Seht ihr rechts unten? Ich kann automatisch entladen, automatisch parken, indem ich jetzt einfach Enter drücke. Dadurch geht mir natürlich auch ein Bonus entsprechend verloren. Aber das mache ich mal. So, da kommt die Auswertung von meinem Auftrag zufriedenstellend. Ihr seht da die roten Punkte. Es gibt Abzüge für Schäden. Und ich steige hier ein bisschen im Level auf. Achso, das war jetzt mal so ein Auftrag gewesen. Moment, ich mache das Radio mal aus. Zack, das brauchen wir jetzt nicht mehr. So, ansonsten gibt es hier das Übliche im Menü. Ihr seht hier die Statistik, wie ihr aufgestiegen seid von den verschiedenen Aufträgen. Hier sind die einzelnen Fähigkeiten. Das sind diese Gefahrenscheine, die man sich holen kann mit entsprechenden Skillpunkten, Fernfahrten, höherwertige Frachten und so weiter. Und hier kann man sich eben, wenn man genug Geld hat, kann man sich hier entsprechend LKWs kaufen, einen eigenen LKW kaufen. Kann ich jetzt noch nicht. Da muss ich erst noch ein paar Fahrten für machen, ein bisschen mehr verdienen und nicht so viel zu Schrott fahren. Aber den eigenen LKW kann man sich dann ausrüsten, wie man möchte. Man kann entsprechend auch die Lackierung ändern. Da gibt es dann verschiedene Packs, die es auch als Download-Content natürlich gibt. Das kostet extra. Okay, das war's eigentlich. Hat wahrscheinlich ziemlich unspannend gewirkt. Ich bin mal gespannt, was ihr gleich dazu im Studio sagen werdet. Tschüss.